EA Pop Productions. EA Pop Productions liest Schweizer Sagen- und Heldengeschichten. Heute die Helvetier und die Römer. Einst lebte in der Schweiz ein großes keltisches Volk, die Helvetier. Ihre Städte und Dörfer standen vorab im mittleren und westlichen Schweizerland. Sie trieben Ackerbau und Viehzucht und waren glücklich dabei. Unter ihnen aber lebte ein mächtiger Fürst namens Ogetorix. Der war sehr ruhmsüchtig. Es gefiel ihm nicht, bloß ein Fürst in den Gauen Helvetiens zu sein. Er wollte nach Gallien ziehen, wo heute Frankreich liegt, und dann die Römer angreifen und Rom erobern. Von dort aus wollte er die ganze Welt beherrschen. Er begann die Hirten in allen Gauen heimlich aufzuhetzen und ließ ihnen sagen, »Warum wollt ihr denn in so einem kleinen, dürftigen Lande bleiben und zeitlebens arme Hirten sein? Lasst uns aufbrechen und das Land der Gallier erobern, wo der gute Feuerwein wächst. Niemand wird eurer Tapferkeit widerstehen können.« Nach und nach stimmte ihnen im geheimen Versammlungen fast alles Volk zu, und sie beschlossen, zusammen mit Weib und Kind zur Eroberung Galliens auszuziehen. Aber endlich vernahmen die höchsten Fürsten des Landes doch des Ogetorix Anschläge und luden ihn vor Gericht, damit er sich verantworte, denn sie bedrohten ihn als einen Landesverräter mit dem Feuertode. Jedoch Ogetorix kam zum öffentlichen Gerichtstage nicht allein. Ihn begleiteten 10.000 Männer seines Gaues, die ihn vor seinen Feinden beschützen sollten. Doch da strömte das ganze helvetische Volk herbei, und es drohte ein furchtbarer Bruderkrieg auszubrechen. Da stürzte sich Ogetorix ins eigene Schwert und starb. Nach seinem Tode vergaßen aber die Helvetier seine großen Pläne nicht mehr. Sie blieben unzufrieden in ihrem schönen Berglande. Und eines Tages beschlossen sie dennoch, in Gallien einzubrechen, um das fruchtbare Land zu gewinnen. Sie rüsteten also für 3 Monate Lebensmittel. Danach streckten sie ihre 12 Städte und 400 Dörfer in Brand, denn nie mehr wollten sie nach Helvetien zurückkehren. Sieg oder Tod war ihr Losungswort. Mit Frauen und Kindern, die sie in Wagenburgen mitschleppten, zogen sie am großen Limansee entlang gen Genf, ihre über 2x150.000 Menschen. Ihr oberster Anführer war der alte schneeweiße Held Divico, der einst als junger Mann die Römer zurückgeschlagen hatte. Aber die Römer hatten den Anzug der Helvetier schon vernommen. In Eilmärschen rückte ihnen ihr berühmter Feldherr, Julius Cäsar, entgegen und schlug sie in einer furchtbaren Schlacht bei Bibracte, nicht mit überlegener Tapferkeit, aber mit besseren Waffen und größerer Kriegskunst. Über 100.000 Helvetier bedeckten das Schlachtfeld. Die Überlebenden zwang der römische Feldherr, wieder in ihr eben verlassenes Land zurückzukehren, wo sie ihre Städte und Dörfer wieder aufbauen mussten. Aber Kraft und Mut des helvetischen Volkes war für immer gebrochen. Bald rückten römische Besatzungen und Heere ins Land, die auch die tapferen Waliser und die wilden Rätier im heutigen Graubündnerland unterwarfen. Diese gingen nach und nach in ihnen auf und nahmen sogar ihre Sprache an, die die Rätier der wundervollen Bündner Bergtäler noch heute sprechen. Große Städte entstanden, wovon Vindonissa im Aargau und Aventicum im Waadtland die größten waren. Durch das ganze Land hinauf, vom Limansee bis zum Bodensee und bis ins Hochgebirge des Oberrheins, gingen die römischen Türme. Wenn nun die wilden deutschen Stämme jenseits des Rheins, die Alemannen und die Süben, ins Land der Helvetier einzubrechen drohten, flammte auf dem nächsten römischen Wachtturm am Rhein ein Feuer auf und dann auf dem etwas weiter abliegenden und dann auf dem noch weiter entfernten. Und so gingen nach und nach die Alarmfeuer von einem Wachturm zum anderen Himmel an bis zu den Hauptlagern der römischen Soldaten, aus denen diese, sobald sie die Gefahr erkannten, mit Macht auszogen und zum bedrohten Rhein eilten, um die deutschen Völker von dem Fluss, der überall feste Grenzhäge hatte, abzuhalten. Mehr als 200 Jahre beherrschten also die Römer das Land Helvetien, bis eines Tages die Alemannen und Süben wie ein lang gestauter Bergstrom über den Rhein hereinbrachen, alles vor sich niederwarfen und das schöne Land in Besitz nahmen. Die römischen und helvetischen Männer, ihre Frauen und Kinder machten sie zu ihren Sklaven.
Und heute noch kann man in manchem einen träumerischen hellen Kinderäuglein ansehen, dass sein Urahne einstmals zu jenem seltsam verschollenen Volke gehörte, was einst aus Helvetien auszog, den sonnigen Süden zu erobern. EA Pop Productions.